Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven Days to D. Wir werden euch draußen unseren Balkon aufbauen. Dazu gehen wir mal raus. Hier haben wir unterirdischen Zugang. Keller, Nachbarhaus. Hier wird noch fleißig weiterarbeiten. Hier muss noch ein bisschen gebuttelt werden. Nach Erz und Steine. Auch kriegen wir mal raus. Überwiegend Erz, Metall, Räuchen. So, mal Tür zumachen. Das ist so eine kleine Überraschung für die Zombies, der kommt. Das ist unter Plusknarren, liegen draußen Balkon bauen. Ich habe schon angefangen über Nacht, leider bin ich runtergefallen, Bein gebrochen, musste mich schieben. Aber jetzt gehen wir raus im Hellen und dann bauen wir gemeinsam den Balkon aus. Was man hier vor 4 nicht machen kann, weil jetzt, wenn jetzt Zombies kommen, dann kann man den Zombies in Not flüchten. Nachts sind die so schnell, dass man da nicht flüchten kann. Das muss ich noch ein bisschen anders gestalten mit Geländer und so, aber immer so ganz groben fertiggestellt. So. Ich konnte hier praktisch nicht bauen. Ich konnte hier nicht den Dritten anbauen. Dazu werden wir uns jetzt hier mit den Holzdinger uns einfach hocharbeiten. Und die können wir dann ja wieder abbauen. Dann kommen wir so nach und nach hoch. Unseren kleinen Balkon. Das ist deswegen so wichtig, dass wir später hier entsprechend bald zu hoch. Ja. Steht im Weg. Okay, dann bauen wir hier wieder ab. Müssen wir nur mal 3 werden uns reichen. Ah, da ist noch einer. Mal sehen. So. So, gut. Gut, jetzt haben wir das angebaut und nun werden wir hier entsprechend hier mit Beton auffüllen. Beton wird nicht reichen, aber mal schauen, dass wir was kriegen. Zwei Steine brauchen wir noch und Bruchsand. Bruchsand haben schon ein bisschen was. Halt, verkehrt.
mit Treppe ein bisschen anders bauen. Das ist auch noch ungünstig. So. Da haben wir unser Beton. Das ist schön. Nicht perfekt, aber es ist schön. Hat der Beton reicht. Brauche ich noch. Für drei Dinge. Oh. Der Stahlbeton, der hält besser wie das Pflastersteine hier. Mal gucken, was der Mischer hergibt. Aktuell, ja. Aktuell macht er aus Bruchstein, Kleinstein, Bruchstein. Aus Steine machen wir auch Zement im Ofen. Ich würde sagen, es ist perfekt, aber schön. So. Jetzt können wir die Zombies hier auch entsprechend bekämpfen. Und auch diese Richtung. Und natürlich von da und da. Später muss hier auch ein Balkon her, damit wir die entsprechend auch so bekämpfen können. Dazu müssen wir das Gelände entfernen. Gut, jetzt ist eine Axt da, aber gut. Haben wir eine Axt da. Jups. Das ist das Holzgelände, das ist eigentlich nur ein Schutz, dass ich nicht runterfalle. Jetzt knurrt man mir in den Magen. Das heißt, schauen wir uns die Kiste nachher noch schönes an. Futter, Katzenfutter. Hühnchenration. Das macht 15. So, da haben wir noch hier einmal großes Rindfleisch. Macht auch 15. Diese, da sind die Schienen, die man anlegen wie eine Binde. Munition haben wir uns auch schon gut erholt. Wir haben Tag 26, Tag 28 ist heute. Also, ab Tag 28 werde ich umstellen auf 7 Tage, um mehr Spannung reinzubekommen. So. Dann nehmen wir hier ein paar Steine raus. Weil Beton soll ja halten, also muss ja auch das Element, was trägt, der Beton rauf. Man kann einen Beton nicht auf einen Ziegel, einen Stein einfach ankleben, da würde er normalerweise nicht halten. Und dann mache ich den Beton auch gleich hier ein bisschen hier mit rein, weil dadurch wird das Gewicht, also das Gleichgewicht erhalten. Wie genau hier die Statik funktioniert, weiß ich nicht. Aber so würde ich das reell auch machen, wenn man die Decke entsprechend als Gegengewicht arbeiten würde. In heutigen Decken werden ja alles mit Stahlbeton gemacht und von vornherein verbunden über spezielle Elemente, die erstens gegen Kälterbrücken gemacht sind und zweitens die Stahlteile verzinkt oder nicht verzinkt. Also die sind praktisch gegen Rosten bearbeitet worden. Also das sind die Rosttypen. Ich sehe gerade meine Elemente für
Aber die Eisendinger reichen nicht. Aber egal, wir machen das Loch hier mal zu. Damit wir hier schon mal nicht reinfallen können. Jetzt machen wir neue Eisenteile für Decke. Die Abbewehrung für Beton. Ups. Dann werden wir hier Dinge herstellen. Hier, die Teile. Das 11 ist reichen. So, wir haben Eisen im Gepäck. Das schmelzen wir ein. Jetzt haben wir Bretter wieder da. Die werden wir gleich noch zulegen. Dann nochmal aufschmelzen. 100 hat man gehabt. Gut, okay. Macht ja nichts. Zement. Den Raum müssen wir Beton machen. Das fehlt mir garantiert. Da war kein Stein drin. Bruchsand. Keine Steine, das macht nichts. Dann gehen wir gleich abbauen. Und zwar, den müssen wir sowieso noch ein bisschen vorarbeiten. Und zwar nehmen wir die gleich mit. Da werden wir uns die Mine absichern. Ich wollte erst nachts zur Arbeit, aber ich habe so gemerkt, Mensch, nachts sind die Zombies sehr aktiv. Und so eine Steinwand hält die wirklich nicht auf. Also, das ist nur vorübergehend. Also nun von außen im Prinzip die Wurfdinger hinbauen. Als wo sie erstmal im Prinzip gegenlaufen und sich gegen sich töten. Und ich nur gegen die Tür verteidigen muss, also die Tür eingebrochen wird. So, da gehen wir ganz kurz hin und legen die Dinger da hin. Und dann bauen wir hier später aus. Damit wir auch da die Richtung sehen. Und das Haus wird da hinten ausgebaut. Und hier vorne werde ich irgendwann auch Betonelemente anbauen. Aber aktuell reicht der ganze Beton nicht. So, hier ist unsere Hütte. Na, Hütte. Unsere Mine. Also Mine. Jetzt werden wir ganz kurz die Dinger auslegen. Machen wir ringsum eine Reihe. Erstmal. Das ist ja auch nur ein vorübergehender Schutz. Schön sieht. Wenn sie jetzt hier kommen würden, würden sie erstmal gegenlaufen. Vor allen Dingen würde ich sie mitkriegen, ne? Na, dann mal nicht, das ist so eng. Bin dann Profi drin, ich glaube, mein selbst ging. Reicht noch für eine zweite Reihe, jedenfalls zum Anfang. Das gleiche will ich auch mit einer Bleimine bauen, weil Bleimine ist mich auch wichtig. Hätte wir anders sein können, rum sein können, egal. Ja. Upp, fallen wir nicht rein.
gehört. Der Boden gleicht hier ein bisschen an. So, 5 Stück noch. Mal hier die Ecke noch ein bisschen machen hier. Gut. Können wir hier reingehen und Richtung Nitrat vorarbeiten und nebenbei noch Steine holen. Das ist Lärm, den Zombies anzieht. Deswegen habe ich oben noch ein bisschen zugebaut. Sonst können wir nicht in aller Ruhe arbeiten. Man müsste noch später oben als Schutz bauen, Decke mit Eisengeländer oder so. Und dann, wo man mit einer Treppe oder einer Leiter hochgehen kann, die man dann entsprechend von oben bekämpfen könnte, damit man eine Ruhe hat, ne? Dass man nicht direkt in Kontakt kommt. Besonders nachts ist es ja schon drüben an der Mine, um mit der Mine eine Dachdecke zu machen. Das klingt jetzt zwar verrückt, aber es ist halt ziemlich simpel, ne? Und da ist die Mine eigentlich, die wir erreichen wollen. Wir brauchen die Steine für Beton. Wir haben zwar Sand da und wir haben auch Zement da, aber es fehlt alles an Stein. Und Steine können wir auch Zementsteine. Die haben wir dann einschmelzen, den Rest. Wir brauchen halt auch viel Nitrat und Schießpulver. Na, das geht noch nicht nach oben, das ist nur heller geworden. Das ist ein anderer Stein. Ich denke, wir kommen schon grob. Ach, Sand, Bruchsand. Da kommen wir da von näher. Hoffe ich jedenfalls. Nur wichtig, dass wir schön rauskommen, ne? Ja, das Lehm ein bisschen wegnehmen, dass wir uns nicht dauernd Kopf stoßen, ne? Später machen wir noch eine Loop-Tour, fahren wir in die Stadt. Und Zombies sind. Hier ist der, kommen wir schon gut rein in die Hütte. Das ist Nitrat. Ah ja, gut. Sieht man auch einen Wert. 600 ist der Wert für Nitrat und 500 ist Stein. Nachts werden wir hier noch eine Fackel hinhängen. Ein oder zwei. Wenn wir anfertigen mit Fett und Holz und hier. Ja, irgendwas. Mit Stoffplätzen.
Dann haben wir es mal nicht. Ja, das ist schön, wenn man Karte hat und kaputt. Haben wir was mit? Haben wir. Schaufel haben wir auch mit, na super. Dann werden wir jetzt mal eine Schaufel arbeiten, den Sand weg. 7 ist das. Wir brauchen auch Bruchsand, wie den heißt hier. Ah, ist nur noch Dings hier. Unser Nitrat. Alles voll. Schön, alles hier ist voll Nitrat. Es gibt beide, Steine und Nitrat. Also das ist nicht nur Nitrat, sondern auch Steine. Ein Punkt, das ist zu wenig. Ich brauche mehr. So, genug geklappt. Haben wir jetzt an Material. Steine haben wir jetzt noch zu wenig. Ich möchte gerne 1000 Stück haben. Das heißt, wir geben noch Steine rein. Wir so mit dem Breiter gehen. Und dann gehen wir da los auf das sollte gleich reichen. Ja. Den machen wir noch weg. Dann reicht das fürs erstmal, ne? Okay. Wir haben schon ein schönes Loch gebuddelt hier. Nun muss ich hier aufpassen, dass ich nie reinlaufe. Und fahren wir mal zur Farm. Die unbedingt angekommen. Geht runter. Und wenn ich hier mal rauskommen würde, würde ich oben einfach zumachen mit Stein. So. Kurz ausladen. Den Ofen anschmeißen, den Mischer anschmeißen. Und dann geht los Richtung. Ja, zu fahren. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich packe da ein bisschen ein und dann geht los. Ihr seid mal Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sie und hört sie dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Dann geht es nämlich los zum Sammeln von Blut und Ressourcen. Ne? Tschüss und danke fürs Reinschauen.